Heute zeige ich dir die 5 Top-Speed-Autos, die es in Need for Speed Heat gibt. Und das Ganze gleich nach dem Intro. Vielen ist es ja schon bestimmt aufgefallen, dass es in Need for Speed Heat ein 380 km/h-Gesetz gibt oder herrscht. Fast jedes Auto packt diese Höchstgeschwindigkeit und man bekommt auch nicht das Gefühl los, dass es eigentlich nicht mehr geht. Doch es gibt Ausnahmen und 5 dieser Ausnahmen zeige ich dir in diesem Video. 5 Exoten, naja Exoten nicht ganz, denen diese 380 km/h Schallmauer am Hintern vorbeigeht und sie es mit Leichtigkeit knacken. Na gut, mit Leichtigkeit jetzt nicht wirklich, aber sie sind definitiv schnell, sehr schnell unterwegs. Zum Testen des Highspeeds benutze ich die uns bekannte Nachtstrecke Fliegender Holländer, nur halt tagsüber. Wenn du jetzt aber selber mal ein paar Autos im Topspeed testen möchtest, dann würde ich dir die Strecke Himmelsbahn in Rockweil empfehlen. Zwar fährst du hier auf Gleisen, aber das macht deinem Auto nichts aus in Need for Speed Heat. Kommen wir zurück zum Thema. Als erstes Auto und das auch zugleich schnellste Auto in Need for Speed Heat ist der Königsegg Regera Modelljahr 2016, den man für günstige 1,227 Millionen Dollar bekommt. An sich ist der Regera keine gute Wahl, wenn es um Rennen geht, aber im Topspeed ist er nun mal die Nummer 1. Dieser wird zwar merkwürdigerweise mit satten 410 km/h angegeben, allerdings liegt sein wahres Highspeed bei maximal 395 km/h. Wie auf ebener, gerader Strecke ohne Heimweh und Rückenwind aus eigener Kraft mit ein bisschen Nitro packt. Das zweite Auto wäre dann unser Crew-Bonus-Car, der Ferrari FXXK Evo, Modelljahr 2018. Die Rennversion des LaFerrari. Dieser wird mit einer Höchstgeschwindigkeit von 377 km/h angegeben. Doch in Wahrheit packt er ein bisschen mehr, denn der 6,3 Liter V12 Motor hat einen Topspeed von 394 km/h. Das ist zwar 1 km/h weniger als ein Königsegg, aber um ehrlich zu sein, so im Großen und Ganzen auch wirklich der bessere Wagen. Das dritte Fahrzeug wäre dann genauso schnell wie unser Ferrari, der Dodge Charger Baujahr 69. Mit einem 5 Liter V8 Schmiedemotor und satten 1532 PS packt er laut Datenblatt einen Topspeed von 378 km/h. Wir kriegen aber unseren General Lee auf kranke 394 km/h. Und 394 km/h mit einem alten Dodge ist alles andere, aber nicht langsam. Kommen wir jetzt zum vierten Auto im Bunde. Das vierte Auto ist ein Mercedes C63 Coupé. Das Auto selbst wurde mir durch Son Goku Super Saiyan Blue, ein Community-User, empfohlen. Er hat das Auto mit einem 3,8 Liter V6 Schmiedemotor bestückt, einem großen Turbo, einer großen Nitroflasche sowie ein lang übersetztes 5-Gang-Getriebe. Ich weiß, ein C63 AMG und kein V8 gehört eigentlich verboten. Aber wenn es nun mal um Topspeed geht, ist das leider der beste Motor dafür. Ach ja, lockere 394 km/h packt das Baby. Somit ist der C63 ein fucking km/h langsamer im Topspeed als ein Königsegg. Also wenn das nicht so heißen hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Und als letztes habe ich mich dann für den Chevy Camaro SS Modelljahr 67 entschieden. Ich habe diesen gewählt, weil ich den Motorsound richtig geil finde. Naja, so ein 4,7 Liter Schmiede V8 hört sich doch einfach geil an in Need for Speed Heat. Sowohl im Leerlauf oder während der Fahrt. Oder was meint ihr? Auch dieser packte die 394 km/h. Zwar hat er ein wenig länger gebraucht als die anderen, aber am Ende hat er doch die 394 erreicht. Somit gehört für mich persönlich wegen dem Sound eher in die Top 5 der schnellsten Autos in Need for Speed Heat. Ich weiß, dass es bestimmt noch mehr Autos gibt, die 394 km/h packen. Aber diese hier haben mich persönlich am meisten überzeugt. Sei es Optik oder Sound, jedes dieses Auto hat etwas an sich, was dem anderen nicht so sehr gleicht. Außer jetzt die beiden Ami V8. Aber einer davon ist halt ein General Lee. Und als Autonarr darf man sowas nicht ignorieren. So Leute, das war ein kurzes Video jetzt von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, dann, ihr wisst wie es geht, lasst mir einen Daumen nach oben da. Falls ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, dann lasst mir ein Abo da. Und wenn ihr Fragen oder sonst irgendetwas habt, gerne in die Kommentare. Oder kommt bei mir auf dem Discord vorbei, falls ihr eine Crew sucht oder eine Crew habt. Und Member sucht oder einfach Mails zum Zocken sucht, egal welche Plattform ihr angehört, auf meinem Discord, Link in der Beschreibung, findet ihr auf jeden Fall ein paar Leute. In diesem Sinne, euch allen noch einen schönen und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao.
We'll be right back.